Heute wollen wir uns mal auf den Weg machen und nach guten NPCs suchen. Also ich möchte eigentlich, wenn es geht, nur Named NPCs mitnehmen. Und wir brauchen so ziemlich noch alles. Als erstes gehen wir mal hier nach Sepameru rein. Ich habe mitgenommen Lotuskugeln, weil in Sepameru, wenn wir so ein paar Sachen hier noch ablegen, in Sepameru, wenn wir dort anfangen zu kämpfen, dann stürzen sich natürlich gleich mal alle auf uns. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Ja? Meine Begleiterin hier ist auf defensiv eingestellt und hat von mir einen Knüppel bekommen, mit dem sie also dann auch arbeiten kann. Ich selber habe hier auch einen Knüppel dabei und wir haben theoretisch auch alles dabei, um ein Überzeugungsrad zu bauen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese Popolotus Kugeln oder wie ihr die baut und so weiter. Ich habe einen kompletten Guide dazu gemacht, den verlinke ich euch mal unten. Ihr müsst diese Kugeln lernen, indem ihr die Reise abschließt des Leibeigenempfängers. Da lernt ihr die und ja, wie gesagt, ich habe einen ganz eigenen Guide dazu nochmal gemacht, den könnt ihr euch angucken. Und jetzt gehen wir mal gucken, was wir hier eigentlich so finden. Ist alles nicht interessant. Also ich weiß natürlich schon, wo ich in der Regel NPCs hier finden kann, die gut sind. Aber es könnte ja durchaus zwischendurch auch noch mal einer dabei stehen. Gibt hier auf jeden Fall fast immer den einsamen Fischer. Den würden wir ganz gerne auf jeden Fall mitnehmen. Diese ganzen Einserkämpfer und so, die interessieren uns nicht. Was bist du? Ein Zweierkoch? Du bist sicher auch nichts. Da ist übrigens eine Kiste im Wasser, die können wir gerade mal ausräubern. Was haben wir hier? Hier sitzen auch öfter mal interessante. Ja, diesmal nicht. Also bisher wirklich noch gar kein Glück gehabt. Jetzt gucken wir mal, wer bist du? Der einsame Fischer. Also der wäre jetzt eine Möglichkeit, dass wir den mitnehmen. Ich stelle mal meine Volksleute hier ganz am Zipfel ab. Kommt mal hierher. Dann fangen wir mal an, ihm hier die Kugel vor die Füße zu werfen. Ich lasse die einmal komplett wirken. Da wir ja in Sepameru nicht angegriffen werden, wird er jetzt auch nicht aggro auf mich, ne? Und wir sehen jetzt hier, wie er runter tickt. Aber wir brauchen mindestens zwei Kugeln, denke ich mal. Gut, ihn hätten wir hier jetzt auch niederknüppeln können, ja, weil der steht hier sowieso allein. Da passiert an und für sich nichts. Also wenn ihr denkt, ihr seid irgendwo, wo es gefährlich sein könnte, sucht euch ein, ich nenne es jetzt mal sicheres Plätzchen. Und benutzt die Kugeln. Jetzt kann ich ihn hier ranhängen. Handover, so. Ja, wie gesagt, die Ausbeute hier war jetzt nicht besonders gut bisher. Wir können noch mal hier oben gucken, was wir hier noch haben. Ein Zerrüstungsmacher, da kann auch ein Named-Rüstungsmacher stehen ab und zu. Bogenschütze. Und hier kann auch noch ein Named-Bogenschütze stehen. Mandrugai 100 Pfeil heißt sie, die hier oft steht. Also heute sind wir wirklich nicht vom Glück verfolgt hier. Dann bringen wir den einsamen Fischer nach Hause. Hier könnte noch ein Named Träger. Oh, da bin ich denen zu nahe gekommen. Das ist ganz schlecht. Aus hier. Aus hier. Die verfolgen einen relativ lange. Und sie hat sich da auf den Kampf eingelassen. Jetzt kommt sie. Nachdem ich in Sepameru recht glücklos war, bin ich weitergezogen an den Hügel der Toten im Norden. Da haben wir einen cimmerischen Berserker. Ich werde auf jeden Fall mal eine Kugel spendieren. Toll.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Meine Begleitung schlägt sich sehr gut. Okay, da haben wir sie runter. Sehr schön. Das ist fein. Dann hängen sie mal an. So. Die hängen wir wieder ans Pferd. Also, nein. Die hängen wir ans Pferd. Okay. Also ein cimmerischer Berserker ist ein guter Kämpfer. Der. Ich zeige euch, wie ich bin. Ich bin am Hügel der Tuten hier hinten und der läuft hier immer, der oder in dem Fall ist es, glaube ich, ein weiblicher gewesen, läuft hier immer alleine rum hier unten. Das ist sicher eine der besten Methoden, sich so einen Berserker zu holen. Ich glaube, so ziemlich jeder, der aktuell spielt, möchte vor dem neuen Zeitalter noch eine Original-Freya in seinem Team haben und ich auch. Manchmal könnte man hier auch einen Name-Schmied finden. Aber einen Zweierschmied wollen wir nicht. Was bist du? Hanni, was mit dir? Freier Kämpfer, ja, nicht schlecht, aber das ist nicht das, was wir aktuell jagen. Das Freier könntest du. Ich müsste sie ein bisschen hierher locken. Ja, komm mal hierher. Damit sie idealerweise nicht. Ach, ja, okay. Dass sie nicht von der Klippe fällt. Wäre schon schön. Guck mal. Mit meiner Kämpferin. So, die haben wir auf jeden Fall. Da vorne haben wir das Rad aufgebaut. Als nächstes geht es zu einem meiner Lieblingsplätze, um Named NPCs zu farmen. Ein Koch, Korms, der Gewissenhafte, den hatte ich glaube ich noch nie. Und wir sind hier in der Zuflucht des Sünders. Hier gibt es immer auf jeden Fall einen Named. Man weiß halt nur nie genau, was man bekommt, aber Named ist immer dabei. Und ist auch eigentlich, ja, kann man auch schon am Anfang recht gut machen hier, diese Höhle. Die Gegner sind jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Es können auch mal Named. Tänzer, named. Puh, ich hatte schon alles Mögliche da drin. Das hatte ich letztens. Ein named Zimmermann hatte ich letztens. Na dann, lauf mal. Während wir hier warten, gehen wir einfach sozusagen um die Ecke zu einem Dafari-Camp oder zu zwei Dafari-Camps, um es genauer zu sagen. Und gucken uns eine weitere Variante an, wie wir NPCs bekommen können. Dann. Eine andere Art.
Da kommt schon das, was wir wollen. Ein Medizinmann. Nice. Sorry, Junge, dich wollen wir nicht. Den werden wir da gleich mal abliefern. Who are you, Shadow? Alter Obolus. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, was trinken. Und wer bist du? Einser Kämpfer. Und ihn hier oder sie? Drink your blood. Wo kommt ihr denn her, ey? Yogg will have your soul. Yogg will have your soul. Your heart will be eaten. Den will ich haben. Sehr gut. Ja, dann gehen wir zum nächsten Camp und holen die nächsten. Gucken wir mal, was der Sklaventreiber für uns hat. Was hast du? Nee. Da, den wollen wir. Und zwar Arbeiter. Hoffentlich war da was dabei. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Okay. Noch ein Schreiner. Und zweimal den Rüstungsmacher. Hätte besser laufen können, aber okay. Eine andere Variante, wie wir NPCs bekommen können, ist natürlich durch die Purge. Ich habe hier so eine Mini-Purge-Base aufgebaut und hier draußen einfach ein paar Fundamente, weil ich nicht will, dass die direkt vor unserer Haustür spawnen. Habe meine aktuell drei Kämpfer dabei, die ich habe, also Freya, den zimmerischen Berserker und Honey da. Habe die eingestellt auf defensiv und jagen nur im Bereich von 10 Metern. Ich kann es euch mal gerade ganz kurz zeigen hier. Ich will nicht, dass die irgendwie hier kilometerweit wegrennen, sondern die sollen hier stehen bleiben im Prinzip. Deswegen angreifen 10 Meter, jagen 10 Meter. Gut, folgen ist jetzt gerade nicht interessant. Sie sollen sich eher zurückziehen, also nicht jagen grundsätzlich mal und auf defensiv. So, und dann habe ich hier meinen Schatzmeister aufgebaut und ich will nur eine Stufe 1 Pötze. Das Einzige, was ich will, ist einen Tavernenwirt möchte ich gerne haben, weil dann kommen ja die NPCs zu uns spaziert, was ja sehr praktisch ist. Und ja, deswegen habe ich hier 5 Gold reingepackt. Also im Prinzip reicht ein Gold für eine Stufe 1 Purge. Und dann starten wir die mal. Und hoffen, dass es gut geht. Im Übrigen werde ich das dann wieder abreißen, wenn ich das erledigt habe. Also ich will hier jetzt nicht alle Purges machen, sondern eben einmal Stufe 1, eventuell Stufe 2 oder
zweites Mal Stufe 1, falls wir keinen Tavernenwirt oder Wirtin hier drin finden in der ersten Perch. Da bauen sie sich auf, okay. So, ich hoffe, ihr bleibt da drin stehen und bewacht und rennt nicht da in das Lager. Ah, da, guck mal da, da kommen sie raus. Gut. Da kommen welche raus. Direkt hier zu meinen Leuten, glaube ich. Ja, das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Ah ja, da kommt schon die nächste Truppe. Ja, es klappt. Es klappt gut. Du kommst zu mir. Fein. Hup. Ihr kommt klar. Jo, alles klar hier. Man könnte natürlich theoretisch auch hier in der Perch die niederknüppeln. Ne? Das wäre auch möglich. Interessant. Oh, das war blöd von mir. Interessiert uns aber im Moment nicht. Sehr gut, die kommt wieder zu mir. Jawohl, komm her hier. Like the cobra exile, my bite is death. Meister der Sklaven. Ach, das war so eine Spezialtruppe. Okay. Deswegen sind die da aus den Käfigen gekommen, glaube ich. Also diese Einstellung übrigens, die Stärke der Gegner und so weiter, ist alles Standard, ja. Ich kürze das dann entsprechend ab, weil das geht ja hier wie am Schnürchen. Sorry. Du kommst hier nicht durch. So, die Hand fordert mich heraus. Dann lassen wir die anderen mal vorbeilaufen, wenn es geht. Ganz schlecht hier. Alt. Na, kommt mal mit hier rein, bitte. Muss mich mal gerade heilen. Eigentlich müsste ich mich mal heilen. Wo ist er? Da ist er. Gib mir die Schlüssel. Habt ihr gut gemacht. Super Team. Ja, dann gucken wir mal, ob wir eine... Heil dich mal. Was haben wir denn da? Ein Tänzer? Oder was bist du? Wie, war's das? Ach nö. Ach komm, was bist denn du? Ein Tänzer? Wollte ich eigentlich nicht. Was bist du? Einser Tänzer. Na, danke schön, aber... Ach so, entlassen, nicht töten. Einser Tänzer will ich nicht. Tschüss. Ja, gut, dann werden wir das nochmal wiederholen müssen. Nee, 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 nee. Entlassen wollte ich dich da. So. Ja. Ja, ich werde das jetzt so lange wiederholen hier, bis ich eine
Tavernenwirtin habe. Mal abgesehen davon gibt uns das hier auch. Gibt uns ein bisschen XP auch. Passt also. Ja, alles gut. Hast du noch was zu essen? Ja. Du? Ja. Ja, also ich will meine Tavernenwirtin und so lange mache ich hier weiter. Aber ich denke, normalerweise ist die schon meistens sogar in der ersten Purge, die man macht, dabei. Also alles gut. Das war jetzt Purge Nummer 2. Und wen haben wir hier? Kuschitischer Verbannter. Thank you. Ja, Seriously. Na komm. Hä? Ich hatte. Habe ich mir die nicht. Ah, okay. Wretch, you cur! May scorpions hatch from your nethers! No, no, no! I'm sorry. You will not Come regret back! this, I Come back! promise. Okay. So, damit haben wir unsere Barkeeperin und noch den einen oder anderen NPC hier rausgeholt. Und diese Käfige, also ohne die Purge, ja, diese Käfige ohne die Purge bekommen wir ja mit dem neuen Zeitalter dann auch irgendwo verteilt auf der Map in irgendwelchen Camps und können uns da dann auch NPCs rausholen. Ich glaube, das waren jetzt so ziemlich alle Varianten, wie wir an NPCs kommen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.